Neue Runde, neue Wahnsinnsfahrt, Bonusvideo. Willkommen zurück auf meinem Kanal zum siebten Türchen des Advent of Code Adventskalenders. Schon wieder. Ich habe heute bereits ein Video hochgeladen, wo ich die heutige Programmieraufgabe, beide Teile gelöst habe durch den Brute Force Ansatz. Und ich hatte schon in dem Video auch fantasiert, man könnte es auch anders lösen, zum Beispiel mittels Optimierungstechniken. Und im Grunde hatte ich mich ja eigentlich verabschiedet bis zum achten Türchen morgen, aber ich konnte mich nicht halten und dachte, das möchte ich aus Spaß einfach mal ausprobieren. Und an dieser Stelle einen besonderen Dank an Gecko und AP Monitor. Gecko ist ein Python-Paket und ein Interface-Wrapper um AP Monitor herum. AP Monitor ist eine Software in irgendeiner Sprache mit Anbindung an verschiedene andere Sprachen. Und für Python hat AP Monitor auch Gecko explizit benannt als ihre bevorzugte, als das bevorzugte Interface, um ihre Funktionalität nach Python auch anbieten zu können. Ich bin darauf angewiesen, eine entsprechende Optimierungssuite verwenden zu können, um meine Implementationsidee daran umzusetzen. Ich kann nicht from scratch ein ganzzahligen Optimierer mal eben hinzaubern. Bestimmt können das einige, ich kann es nicht. Und die Liste freier, offener MinLP-Solver ist kurz. Ehrlich gesagt, fiele mir kein weiterer ein. Ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, das habe ich in einem anderen Video ja auch schon erwähnt, Skip vom Konrad-Zuse-Zentrum in Berlin. Sie haben eine quasi quelloffene Software genannt Skip. Ich sage quasi quelloffen, weil man die Quellen durchaus lesen kann. Man kann das Programm herunterladen, aber die offene Lizenz verlangt es eigentlich, um Skip verwenden zu können, dass man selber Mitglied einer akademischen Institution ist. Wäre ich im Prinzip auch, also ich hätte Skip durchaus nutzen können, aber das kann ich von den Zuschauern, zahlreichen Zuschauern dieses Videos nicht unbedingt erwarten und bevorzuge lieber eine noch freiere Lösung, und Gecko und AP Monitor sind genau das. Nichts gegen Skip. Skip ist eine wahnsinnig tolle Software und hat auch ein tolles Python-Interface. Und ich wette auch, wenn man die Jungs da vom ZIP fragt, wären sie da auch relativ liberal gegenüber nicht kommerziellen Anwendungen, es auch Leuten zu gestatten, die vielleicht nicht direkt oder auch überhaupt gar nicht Mitglied einer akademischen Institution sind, aber ich weiß es nicht. Ne? Ich sag halt nur, Fragen kostet nichts. Nichtsdestotrotz bin ich aber eigentlich begeistert von Gecko und AP Monitor. Ich habe das jetzt extra für dieses Video gerade mir ergoogelt und zum ersten Mal überhaupt ausprobiert. Ich finde es toll. Es entspricht durchaus meinen Erwartungen. Ich möchte auch noch gleich dazu sagen, AP Monitor ist eigentlich nicht nur ein MinLP-Solver. Es kann im Grunde genommen sogar noch mehr. Das ist wirklich erstaunlich. Also AP Monitor, Hut ab, tolle Software. Und Gecko, wahnsinnig tolles Interface für die Anbindung an Python. Ich habe hier in die Sources, ich lade ja auch dieses Skript gleich ins GitLab hoch. Das heißt, wenn ihr dieses Video hier seht, dann ist der Source Code auch schon hochgeladen. Ich habe hier in den Source Code in die Kommentare einmal den Link zur Documentation, zur Dokumentation von Gecko und zu AP Monitor reinkopiert. Außerdem sind dies die wissenschaftlichen Artikel einmal zu Gecko und einmal zu AP Monitor, die Sie gerne in anderen wissenschaftlichen Arbeiten zitiert sähen, die auf ihrer Software, die aus ihrer Software einen Nutzen ziehen. Nur ist dieses Video hier keine Wissenschaft, kein wissenschaftlicher Artikel. Nichtsdestotrotz finde ich, Ehre wem Ehre gebührt. Also dank Gecko und AP Monitor können wir uns jetzt also meine andere Idee in Action anschauen. Dieses Skript, das ich hier jetzt implementiert habe, die Main Alternative via Gecko, ist strukturell völlig identisch zu der anderen Main aus dem anderen Video. Das heißt, die eigentliche Main-Routine ist total identisch und es gibt auch wieder zwei Funktionen, find pause part 2 und find pause,
Genauso auch hier, find pause part 2 in der main alternative via Gecko, die auch das völlig identische Aufrufinterface haben. Ja, sie nehmen den absolut gleichen Input an und sie geben auch von der Idee her, sofern wenn alles optimal gelöst wurde, auch denselben Output zurück. Das ist auch gleich strukturiert. Eben nur die Implementation innerhalb find pause und find pause part 2 ist natürlich anders. So, und da also der Rest des Skriptes sonst völlig identisch ist, schauen wir uns doch mal zunächst findPause an, die neue Implementation. Ich hole mir aus Gecko mit der Funktion GroßGecko, gebe ich dem Gecko-Paket zu verstehen, initialisiere mir mal eine Optimierungsinstanz. Ganz wichtig, finde ich zumindest, hier hinten diese Flag RemoteFalls. Wenn man, wie es in der Dokumentation primär auch eigentlich vorgeschlagen ist, nur runde Klammern nimmt, steht hier auch, hier PyCharm zeigt mir den Default-Fall an. Per Default ist Remote nämlich eigentlich True. Und das heißt, dass Gecko versucht, das Optimierungsproblem an einen Server zu schicken, nämlich einen Server von AP Monitor, und es online lösen zu lassen. Und da kommt die Lösung, wird dann wieder runtergeladen. Das ist an und für sich eigentlich ein echt nettes Feature. Ich finde aber, und das ist so ein kleiner Wermutstropfen hier an der Stelle, ich finde das geradezu tragisch, dass das der Default-Fall ist. Also ich musste soweit erst die Dokumentation lesen, um das rauszukriegen. Das ist nicht so gut, ne? Wenn man irgendwo als Forscher irgendwo arbeitet, man hat eine NDA unterschrieben, eine Non-Disclosure Agreement, mit anderen Worten, man muss in Teilen über das, was man da arbeitet, schweigen, dann ist das überhaupt nicht geil, wenn man dann feststellt, dass die eigenen Überlegungen oder mathematischen Modelle, die vielleicht von dieser NDA genauso betroffen sind, wie jedes andere Zitat, zu AP Monitor ungefragt hochgeladen worden sind, könnte man sagen, read documentations first. Ja, ist ein Punkt, eine Haltung, die man einnehmen könnte, aber nichtsdestotrotz finde ich es im Sinne der Sicherheit, der Safety und Security besser, wenn so eine Library, die auch Online-Services anbietet, das entweder wirklich mit schrillen Alarmglocken nach außen stellt oder aber auch, dass das nicht unbedingt der Default ist. Man erwartet von einem mathematischen Solver nicht, dass er primär online funktioniert. Nun gut, also ich kann mit der Remote Fault sagen, bitte arbeite auf meinem Laptop, löse auf meinem Laptop, schicke es nicht irgendwo hin, sondern löse es hier vor Ort. Ich kann also unterbinden, dass er ins Internet geht. Ich habe jetzt allerdings nicht meine Ports oder was weiter geprüft, ob er nicht doch irgendwas schickt. Ich weiß nur, wenn ich meinen Wi-Fi ausschalte, funktioniert das Skript immer noch mit der Remote is False Option. Im Übrigen, wenn mein Wi-Fi aus ist und Remote is True und ich starte dieses Skript, dann läuft es nicht. Dann kommt mich genau diese Fehlermeldung, konnte keine Verbindung zum Server XY von AP Monitor kriegen. Nur so viel dazu. Ich finde, das ist ein kleiner Wermutstropfen. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch netto positiv von diesem ganzen Paket überrascht und kann es eigentlich immer noch sehr empfehlen. Wir holen uns eine Variable. Mehr brauchen wir nicht. Das Problem ist nicht so kompliziert. Und zwar die Target Position. Also wir versuchen, die eine Position zu finden, die den Treibstoffverbrauch für alle Krabben-U-Boote minimiert. Und für diese eine Position brauchen wir eine Variable. Also Target Position ist eine Variable und wir können sogar, weil es das Problem so hergibt, eine Lower Bound und eine Upper Bound, also eine untere Schranke und eine obere Schranke, dadurch geben, dass wir von den Positions zunächst mit Min und Max Low and High uns auslesen. Dann Integer True, also wir sagen ihm, weil das auch die Natur des Problems ist, wir wollen eine ganzzahlige Lösung, keine reellwertige Lösung. Und das ist jetzt nicht erzwungen, aber man kann dem Ding einen Namen geben. Und ich habe ihm jetzt einfach, das muss man nicht so machen, aber ich habe dem Ding jetzt einfach denselben Namen gegeben, wie auch die Variable heißt. So, und jetzt können wir für Position in Positions, also für jedes Krabben-U-Boot, einmal die absolute Distanz zur optimalen Target Position, die ja zu dem Zeitpunkt noch unbekannt und eine Variable ist, können die absolute Distanz zur optimalen Position errechnen.
Und dann sagen wir, das wollen wir minimieren und das sagen wir für jede Position. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, ja? Ein Optimierungsproblem mit mehreren Objective Functions. Und jetzt ist ja hier, wir haben jetzt hier eine Objective Function für jedes Krabben-U-Boot. Ich habe auch in der Dokumentation gelesen, dass wenn man mehrere Objective Functions an so eine Optimierungsinstanz übergibt, dann werden die Objective Functions intern einfach aufsummiert. Jetzt könntet ihr euch natürlich fragen, wieso habe ich das denn nicht hier schon in dem Skript aufsummiert? Und das hatte ich ursprünglicherweise auch genauso getan. Nur habe ich dann eine Fehlermeldung bekommen. Nicht für das einfache Fallbeispiel, aber für meinen individualisierten Input. Da hieß es dann plötzlich, huch, die Stringdarstellung deines Problems ist für AP Monitor zu groß. Überlege dir, ob du die Objective Function aufsplitten kannst. Da war ich etwas verwundert. Also wir beschreiben hier Python-seitig ein Modell, aber innerhalb von AP Monitor wird dabei eine Stringdarstellung unseres Optimierungsproblems aufgebaut und AP Monitor liest offensichtlich diese Stringdarstellung ein. Und wenn ich versuche für alle, das sind 1000 Positionen, die diese Krabben-U-Boote da einnehmen, wenn ich für alle 1000 Positionen versuche, da diese gigantische Objective Function aufzustellen, also eine Summe mit 1000 Summanden, wobei jeder dieser 1000 Summanden gerade diese absolute Distanz ist, dann möchte AP Monitor das nicht handeln. Dann haben wir irgendwie über 15.000 oder über 150.000 Stringzeichen damit verbraucht. Das möchte AP Monitor nicht. Also man kann dann entweder diese maximale Anzeichen an String Literals hochsetzen oder die Objective Function aufsplitten. Ich habe mich dazu entschieden, ich splitte die Objective Function auf. Danach wählen wir einen Solver. Von der Idee her müssten 1, 2 und 3 gehen. Scheinbar so richtig zum Laufen gekriegt habe ich es nur mit 1 und 3. Aber ich habe halt für dieses Video auf die Schnelle die Dokumentation, so gut es geht, überflogen. Ich habe keinen tieferen Einblick, was diese einzelnen unterschiedlichen Solver bedeuten, was sie ausmacht, was ihre Stärken, was ihre Schwächen sind und was sie eigentlich genau tun. Ich weiß nur, dass wie dieses Skript jetzt hier steht, löst mein Problem. So, ich habe also einen der sogenannten Steady-State-Solver mir gegriffen, um nicht zu sagen, den erstbesten. Und dann sind wir auch schon so weit und können sagen, AP Monitor, löse uns das Optimierungsproblem. Und wir sagen hier noch disp false, sonst schreibt er uns da ganz, ganz viel in die Konsole. Und wenn das dann gelöst hat, dann können wir von der Target Position, das war die ursprüngliche Variable, die wir initialisiert haben, uns den Value abholen, der, obwohl er intern wie eine Integer-Variable behandelt wird, uns aber als Floating-Point-Number zurückgegeben wird, aus Gründen, und weswegen ich also nochmal von außen den Integer-Konstruktor drumherum lege, damit ich das Komma 0 hinten abschneiden kann. Außerdem, da musste ich auch eine Weile nach suchen, bin dann auf Stack Exchange fündig geworden, dass mich an die richtige Stelle in der Dokumentation gelotst hat. Man kann über M ist ja insgesamt die Optimierungsinstanz, man kann über M Options OBJ FCN VAL, also Objective Function Value, sich den Wert der Objective Function zurückgeben lassen an der gefundenen Optimalstelle. Und das heißt, hier, das erste Int ist die optimale Position, die jedes Krabben-U-Boot einnehmen muss. Und der zweite Wert ist der dafür verbrauchte Treibstoff. So, und das ist die FindPositions-Function. Die FindPositions-Part-2-Function ist mehr oder weniger völlig identisch dazu, außer dass wir die totale Distanz ersetzen, auch wieder durch diese aufsummierte Gauss-Formel. Wir erinnern uns. Und wenn ich jetzt dieses Skript so laufen lasse, dann komme ich darauf, dass für den Part 1 des heutigen Rätsels 316 die optimale gemeinsame Position ist zu einem Treibstoffverbrauch von 336.000 Sprit, als auch das 466 für Part 2, also dem veränderten Modell für den Treibstoffverbrauch. Das 466 die optimale geteilte Position und 91 Millionen 600 irgendwas 1000 ist der Treibstoffverbrauch. Und das haben wir jetzt mittels Gecko offline gelöst.
Und wenn ich mir das andere Skript von dem anderen Video heute, wenn ich das ausführe, dann bekomme ich völlig identische Antworten. Also beide Ansätze hätten beide Parts des heutigen Tages optimal gelöst, korrekt gelöst. Und Gecko ist dabei tatsächlich sogar noch schneller. Nur ist insgesamt das Problem nicht so groß, dass der Unterschied wirklich spürbar ausfiele. Ich könnte jetzt die Zeit messen, in beiden Fällen ist es knapp eine Sekunde, knapp 3 Sekunden, das lohnt sich kaum. Der Knackpunkt ist aber, es ist schneller als der Brute Force Ansatz. Und hätten wir es hier nicht mit 1000 Krabben-U-Booten zu tun, sondern 10.000, dann würden wir hier von Minuten im Vergleich zu Stunden sprechen, also von wirklich drastischen Verbesserungen. Das heißt also, der Min-LP-Ansatz hier lohnt sich, wenn der Brute Force-Ansatz nicht schon in sich so rapide schnell wäre, aufgrund der kleinen Dimension des Ausgangsproblems. Aber wie dem auch sei, ich finde, das war eine sehr interessante Erfahrung für mich, das mit Min-LP Optimierungs- und Modellierungstechniken zu bearbeiten und zu lösen. Und ich hoffe, das ist auch interessant für euch. Und dann verbleiben wir jetzt also tatsächlich wieder bei morgen zum Türchen Nummer 8. Und bis dahin, macht's wohl und ciao, ciao.